absolut sicher? Nein, aber haben wir eine Wahl? Es muss noch was anderes geben, was wir tun können. Was? Das mit Pinguins Jungs hast du versaut. Die legen uns um, wenn wir zurückkommen. Du hast gesehen, was passiert ist, als Batman ins Gerichtsgebäude ging. Vielleicht lebt Two-Face ja noch. Ich meine, Batman war ja auch da drin. Hast du Batman rauskommen sehen? Ja. Hast du Two-Face gesehen? Nein. Oh, dann also Joker, was? Er hat sich vielleicht gebessert. Meinst du? Nein, ich glaube, der ist völlig durchgeknallt und würde uns nur so zum Spaß umlegen. Wieso gehen wir dann immer noch in diese Richtung? Weil wir keine Wahl haben. Sieh sie dir an, fressen den Mist wie Schweine. Die Leute vom Clown haben keine Klappen. Die Fledermaus! Erweitertes Realitätstraining online. R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem... R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach im Distrikt East Arkham. Wie sollen wir vorgehen? X. Uns hat... nicht mal annähernd. Verdammt, dann beeilt euch! Wieso? Joker will, dass ich dafür sorge, dass das ganze Essen hier drin für ihn ist. Komm schon, Mann. Ich verhungere hier. Gib mir nur noch ein paar Minuten. Fragst du dich eigentlich auch, was in diesen Dosen ist? Nein, ist es nicht egal. Nur wenn man nicht unbedingt Hundefutter fressen will. Was? Willkommen in Schatten! Ihr werdet nun mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgegen. Einer Welt voller Spaß und Heil und nur einer einzigen Person, der ihr gehorchen müsst. Meiner Wenigkeit. Fertig? Halt's Maul, Mann. Ich esse gerade. Schmeckt wie irgendwas, das Croc essen würde. Versucht doch noch ein bisschen mehr in eure gierigen Mäuler zu stopfen, ihr macht mich krank. Wait nur, wir sind diejenigen, die nicht verhungern werden. Wenn das Hundefutter ist, ist es nicht übel. Was zum Teufel ist mit dir los? Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Was ist denn das überhaupt? Hey, wie wär's mal mit ein bisschen Hilfe? Noch nicht fertig? Halt's Maul, Mann! Ich esse gerade. Wenn das Hundefutter ist, ist es nicht übel. Vorsicht, die Fledermaus! Ein Kampf hier drüben! Das wird wehtun, Fledermaus! Sagt, dass er gerne Köpfe verdreht. Schön. Ich werde seinen drehen, bis es knackt.
euer Leben ohnehin nichts mehr wert. Habt ihr kapiert? Gut. Zum Henker sollen wir da... Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Er sieht ziemlich krank aus. Meinst schlimmer als sonst? Schnauze, was ist, wenn ich... Hab ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Oh. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich glaube, das können wir noch besser. Komm ran, Mr. Helmer! Marley? Komm, Mr. J! Helft mir!
Du kommst mit also uns gut. mit. Raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Priest den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Als ob der normal aussah. Naja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman. Mehr nicht. Wir knallen also jeden ab, der durch die Tür kommt, ohne einen über 2 Meter großen Schneemann dabei zu haben. Die Fledermaus ist hier! Dabei ist denn ja nicht von Mr. Jason in der schönen Halle mit Stücken gesprengt worden. Lass ihn nicht schon wieder! Mein Dienstplan, den du abkriegst, verdient, Batman! In Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Hat niemand gesagt, dass Batman herkommt.
Und? Ich meine ja nur, ich dachte, der einzige Vorteil davon eingesperrt zu sein sei, dass wenn man da draußen ist, du weißt schon, in Gottes. Hast du Angst vor der Bösen? Was hat das für dich? Ich glaube, Batman könnte hier sein. Wenn du ihn siehst, erschieß ihn! Wenn du nicht aufhörst, auf diese Taste zu drücken, dann sag ich es meinem Joker und der wird so böse. Hallo? Ist das Ding an? Hör zu, wenn jemand nach Mr. J fragt, sagst du, ihm geht's gut. Nein, du erzählst gar nichts. Nun, dann sag einfach, dass du nichts dazu sagst und danach schießt du ihm ins Gesicht. Okay? Was? Bin beschäftigt. Hör zu, wenn jemand nach Mr. J fragt, sagst du, ihm geht's gut. Nein, du erzählst gar nichts. Nun, dann sag einfach, dass du nichts dazu sagst und danach schießt du ihm ins Gesicht. Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Es wäre Selbstmord, durch diese Tür zu gehen. Und? Wie oft hast du Batman schon gesehen? Sag dir ich doch. Wie oft hast du dir dabei in die Hose gemacht? Sehr witzig. Hey, entschuldige. Ich kann einfach nicht glauben, dass du Angst vor dem kranken Halloween-Kostüm hast. Der ist vermutlich eine urbane Legende. Eine urbane Legende? Eine verdammte Legende? Ja, und falls er echt ist, erledige ich ihn. Kannst dich später bewahren. Ist es heiß, Mann. Echt? Hab ich gar nicht gemerkt. Seit wann hast du denn Eier? Mir sind im Krankenhaus welche gewachsen, als mein Arm geschient wurde. Oh ja, ich erinnere mich. An dem Abend war ich mit deiner Schwester aus. Witzig. Ist kein Witz. Hat Spaß gemacht. Wenn du weißt, was ich meine. Glaub ich. Wie geht's dir so? Nach der Umwandlung. Was? Kleiner Scherz. Ihm soll's gut gehen. Hast du das Geräusch gehört, das... Gesichert. Er ist hier, lasst ihn nicht rein. Übernehmt die Tür. Helft mir!
Klappe, Doc! Wenn ich noch mehr von dem Geschrei höre, knall ich mir die Hirn weg. Kapiert? Hier drüben! Sofort! Ich hab einen gefunden! Anscheinend kommt jemand um dich zu finden. Das ist nicht gut. Erwacht! Batman! Bleib weg, Batman! Komm, hier! Zu mir! Ich hab ihn! Da draußen ist es still geworden. Bleib hier! Ich geh mal nach! Das mache ich, wenn nötig, die ganze Nacht. Soll ich irgendwas holen? Vielleicht eine Schmerztablette? Sag uns, wie wir den Joker heilen können, dann kannst du hier rauskriechen. Sie stehen. Sekunde. Was ist nur mit all den Leuten los? Dieser Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Er gibt etwas namens Titan die Schuld. Titan? Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Oh, Doc. Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs, und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entwischt. Wenigstens kommen Sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor. Was zum Henker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. Quinn hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker.
Quinn hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Quinn hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Was? Bin beschäftigt. Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zum Joker. Quinn hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Der macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schiss? Haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig. Das gefällt mir genauso wenig wie euch. Wir haben nur eine Chance, wenn wir gleichzeitig angreifen. Zusammen! Was macht Batman hier? Ich muss einen anderen Weg suchen. Protokoll 10 tritt in 9 Stunden in Kraft.
bist du aus der Schmelzkammer rausgekommen, Batman? Was hast du gebaut? Sag's mir, sag's mir! Harley, komm wieder! Zu langsam, große, hässliche Fledermaus! Mutti erkennt dich nicht wieder, wenn wir mit ihr fertig sind. Wird ein Kinderspiel, Batman. Sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zu Brei. Und für was? Wieso bist du so gemein? Bist auf den alten, kranken Jokerwitz reingefallen, Batman. Nächster Schlagmann. Klingt, als würde der Detektiv den Joker eine Weile beschäftigt halten. Gut. Dann hat das Kätzchen mehr Zeit zum Spielen. Und was jetzt? Helfe ich der großen, starken Sahneschnitte oder helfe ich mir selbst, indem ich mir alles nehme, was Professor Strange in seinem Tresorraum hat? Ich weiß. Keine leichte Wahl, was? Was werde ich tun? Croc suchen und dazu bringen, ein Loch in den Tresorraum zu schlagen? Pinguin um etwas Sprengstoff bitten? Nein, zu stillos. Ich bevorzuge es, solchen Dingen eine weibliche Note zu geben. Bleib, wo du bist, Ivy. Ich komm dich jetzt holen. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Thank you.
Was macht die hier? Du wirst mir gehören. Vertrag dich doch. Catwoman ist hier. Erledigt sie. Bitte tu mir nichts! Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Woher will er das wissen? Was fragst du mich das? Ich stelle seine Entscheidung nicht in Frage. Das solltest du auch nicht tun. Ich weiß. Wieso ist er auf einmal so verdammt angepisst? Lass mich nachdenken. Vielleicht, weil Catwoman ihn über einem Säuretank hat hängen lassen? Wirklich? Ja, er hatte sie genau da, wo er sie haben wollte, als die Schlampe sich befreit hat. Im Ernst? Wieso habe ich davon nichts mitgekriegt? Vielleicht liegt's daran, dass du die Hälfte deines Lebens diesen Dosen misst. Es ist Catwoman! Schön, zu Hause zu sein. Okay, Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt.
Sie ist hier! Hier drüben! Ich hab sie! Hier drüben! Da ist Catwoman! Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Außenmauer zu erreichen. Hallo, Ivy. Du bist du hier? Hättest nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Hey, Pammy, ich hab ne Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Vergiss diesen Bodo-Scheiß. Was ist das, Feuermelder? Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Sporen werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Sporen werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und
Du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst, aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu legen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht! Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich! Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Da wissen wir!
Batman! Komm hier rüber! Batman ist hier! Zu mir! Ich hab ihn!